Jo Leute, was geht ab? Schoperum ist wieder am Start. Und als erstes hoffe ich mal oder hoffen wir mal, dass ihr gut ins neue Jahr 2024 reingekommen seid und wünsche uns auf jeden Fall alle ein gesundes neues Jahr und hoffe, dass alles gut wird. Ja, also wie gesagt, wir hoffen, dass ihr die Feiertage gut überstanden habt, dass Weihnachten gut war für euch, dass ihr ein schönes Silvester hattet, gut ins neue Jahr reingekommen seid. Ihr hört es vielleicht noch, wir sind leider seit, ja, so ziemlich seit Weihnachten sind wir krank. Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt hier alleine mache, das Video, aber das muss jetzt halt auch mal gemacht werden, denn am Ende des Videos jetzt machen wir auf jeden Fall die Auslosung für das Gewinnspiel, für unser Wintergewinnspiel oder Weihnachtsgewinnspiel. Seht es uns ein bisschen nach, wir wollten es zwar jetzt vor Weihnachten noch machen, das Problem war aber, wie gesagt, dass wir wirklich krank sind und immer noch krank sind, aber es muss jetzt halt mal gemacht werden. Aber wie gesagt, das kommt jetzt auf jeden Fall gleich im Anschluss noch. Also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Und ansonsten quatschen wir mal ganz kurz so über ja, den Vorausblick für dieses Jahres, so was geplant ist, was nicht geplant ist. Also grundsätzlich kann man schon mal so viel sagen, von vornherein viel planen für ein ganzes Jahr ist immer schwierig. Es hat sich jetzt des Öfteren schon gezeigt, dass Planen halt wenig bringt. Ja, weil immer irgendwas dazwischen kommt, da kommen Krankheiten dazwischen, da kommen vielleicht familiäre Sachen dazwischen, da kommen Wetter, Arbeit, ne? Ihr kennt das selber, von daher ist es immer schwierig zu sagen, wir machen das dieses Jahr und das wollen wir auch noch machen. Es gibt so zwei, drei Sachen, was wir mit Sicherheit machen werden, unter anderem fehlt auch immer noch der Besuch auf die Burg Eltz. Das werden wir definitiv dieses Jahr noch machen, wollten wir ja letztes Jahr schon machen, aber da kam es nicht mehr dazu, weil dann auch das Wetter dann immer schlechter wurde und so weiter. Und man hat natürlich auch nur eine begrenzte Zeit, wo man dann fahren kann. Also begrenzte Zeit in Form von Arbeit. Ne? Also man kann ja nur an den freien Tagen fahren. Ja? Und wenn dann das Wetter nicht passt, dann wird es natürlich dann blöd. Aber dieses Jahr wollen wir das auf jeden Fall machen. Das wird so ziemlich unser erstes Ausflugsziel werden. Ja? Burg Eltz. Denke mal, das wird dann so irgendwie, wenn es ein Ticken wärmer wird, passieren. Also ich gehe mal davon aus, so März, April wahrscheinlich. Muss ja auch schon ein bisschen Spaß machen, weil es auch ein bisschen Strecke von uns aus. Ne? Da fährt man schon ein bisschen und muss sich halt auch lohnen. Gut, was auf jeden Fall noch passieren muss, ist sowohl Steffis Shadow als auch meine, muss dieses Jahr zum TÜV und zwar eigentlich jetzt. Ich habe jetzt aber gerade überhaupt echt gar keinen Nerv mit Krankheit jetzt und so weiter, jetzt da irgendwie noch ein bisschen rumzuschrauben am Moped. Die Mopeds stehen jetzt unten seit, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gefahren sind. Ich glaube seit Mitte November rum ungefähr, Mitte, Ende November stehen die in der Werkstatt, sind quasi eingewintert, also Vergaser leer gemacht etc. Ja, da werde ich jetzt irgendwie so in den nächsten zwei, drei Wochen werde ich dann so langsam anfangen. Ja, was man halt so macht, ne, Ölwechsel und dies, das, also ihr kennt es ja schon, da habe ich ja auch schon Videos dazu gemacht, wie ich das dann immer so eigentlich handhabe und mache die dann quasi für die Saison dann fertig. Ja, sobald die dann fertig sind, fahre ich dann halt zum TÜV, ja, dann bin ich halt einen Monat drüber, ist ja auch Wurst. Ja, und dann seid ihr auf jeden Fall auch dabei, also wenn wir zum TÜV fahren, nehme ich euch einfach quasi mit, wobei ich dann beim TÜV selbst wahrscheinlich nicht filmen kann, darf. Aber dann seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die wissen, ob wir TÜV gekriegt haben oder halt nicht. Ich hoffe, dass alles gut geht, also drückt auf jeden Fall mal die Daumen. Ja, ob ich jetzt dieses Jahr noch irgendwie so ein bisschen was umbaue, motorradmäßig, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ja schon so ein bisschen Bock irgendwie so auf Bobber. Also dann auch in Verbindung mit seitlichen Kennzeichenhalter, mit anderen Lenker nochmal und so weiter. Natürlich logischerweise Einzelsitz, also da auch mit Sitzblatt und so. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, so ein Bobber ist halt nicht so einfach, weil damit es gescheit aussieht, musst du halt den Fender kürzen, also den Heckfender, und musst dann halt auch meistens den Rahmen halt auch kürzen. Dann wird es echt schwierig.
Weil ich bin natürlich kein Profi, ja. So, also ich kann da jetzt nicht einfach eine Flex ansetzen und auf gut Glück da jetzt irgendwas rumsäbeln. Das machen halt manche und viele haben dann auch Glück damit, aber ich habe halt auch schon gehört, dass dann oft zu Problemen gekommen ist, dass die dann zum TÜV gegangen sind und die gesagt haben, Alter, du hast am Rahmen rumgemacht, das war's. Ja, so, und ich bin ja eigentlich immer so kein Fan davon, von Sachen zu machen, die man im Endeffekt nicht mehr rückgängig machen kann, ja. Deshalb, ja, ich weiß nicht. Ich habe immer dann so ein bisschen den Bock dazu, das zu tun und würde ganz gern das mal ausprobieren und so, aber es ist halt nicht ausprobieren. Wenn du den Rahmen säbelst, dann ist kein Zurück mehr. Ja, es sei denn, du holst den neuen Rahmen, aber ihr wisst ja selber, was das alles dann für einen Rattenschwanz mit sich zieht. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ist jetzt so weiter nichts geplant. Vielleicht ändere ich nur mal den Lenker oder so. Wobei ich eigentlich so auch zufrieden bin mit dem, aber weiß nicht, ich habe die ganze Zeit, hätte ich schon mal Lust irgendwie auf einen T-Bar-Lenker, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob der T-Bar-Lenker oft in diesem Style, wie mein Motorrad jetzt ist, halt gut aussieht. Ja, mit den Koppern und so weiter. So T-Bar ist ja dann eher so Club-Style, also weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn ich was ändere, seid ihr natürlich auf jeden Fall dabei, das ist natürlich ganz klar. Und ja, bei Steffis Motorrad wird sich wahrscheinlich dieses Jahr eher nichts ändern. Also sie hat auch bis jetzt noch nichts gesagt, dass sie irgendwas mal geändert haben möchte. Wenn, wird es dann bloß Kleinigkeiten sein oder so. Ja, keine Ahnung, ob sie dann vielleicht andere Blinker haben will oder gut. Aber auch da seid ihr dann auf jeden Fall dabei. Was auf jeden Fall dieses Jahr noch kommt, ist logischerweise das 5000 Kilometer Fazit zur Shadow 125, also Steffi ihre. Und auch das 5000 Kilometer Fazit für meine Shadow. Ja, dass es jetzt so lange gedauert hat, dieses 5000 Kilometer Fazit machen zu können, also um die 5000 Kilometer drauf zu haben, ja, ist natürlich mehreren Sachen geschuldet. Im ersten Jahr bin ich natürlich relativ viel gefahren. Da hatte ich eigentlich die 5000 schon nahezu geschafft. Aber im zweiten Jahr, oder jetzt explizit also im letzten Jahr, da kam halt einfach zu viel. Ihr wisst ja auch Hochzeit etc. Da waren wir ja auch quasi weniger zu Hause, wie wir zu Hause waren im Sommer. Und dann kommst du halt auch nicht zum Fahren, logischerweise. Und dann sammelst du auch keine Kilometer. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall Fazit für meine Shadow und Steffis Shadow kommt jetzt auf jeden Fall noch. Ja, wir werden mal sehen, wer es macht. Ob ich jetzt quasi beide Fazits mache. Wobei das macht eigentlich wenig Sinn, weil ich ja nicht Steffi ihre Shadow nicht fahre. Ja, dann wird es wahrscheinlich so sein, Steffi macht das Fazit für ihre, ich mache das Fazit für meine. Und da könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt sein. Kurzer Mini-Spoiler. Also negativ ist es nicht. Ja? Ja, was natürlich dies Jahr auch wieder ganz normal kommt, kennt ihr ja auch schon bei uns, ist die Magic Bike. Ja, die ist im. Oh, ich hab's nur auf den Moment. Ja, sorry, hab's ja erst nicht direkt gefunden. Also Magic Bike dieses Jahr ist 30. Mai bis 2. Juni. Also da sind wir auch wieder am Start. Vielleicht sehe ich ja da wieder einen von euch. War ja letztes Jahr schon so, dass ich da jemanden von euch gesehen habe. Oder die mich gesehen haben, besser gesagt. Weil ich erkenne natürlich euch nicht, weil ich ja nicht weiß, wie ihr aussieht. Aber ihr wisst ja, wie ich aussehe. Von daher sprecht mich dann einfach an, wenn ihr mich da sehen solltet, beziehungsweise uns. Ja, weil Steffi wird mit Sicherheit auch dabei sein. Und ja, dann quatschen wir mal kurz miteinander. Und ja, ich sag mal, alles andere, was ich noch so im Kopf habe, das sage ich jetzt nicht. Also was vielleicht noch kommt oder nicht kommt, weil, wie ich schon gesagt habe, man weiß halt nie, was dazwischen kommt. Sonst würde ich jetzt halt tausend Sachen anteasern und am Ende kommt dann doch nicht das, was versprochen war. Ja, also da habt ihr schon mal so einen kleinen Mini-Ausblick für das, was euch ja, erwartet auf diesem Kanal im Laufe des Jahres. Ja, schauen wir mal, was die Zeit so bringt. Gut, dann denke ich, habe ich jetzt erstmal genug gequatscht für das kommende Jahr. Was mich auf jeden Fall mal interessiert, so was ihr so geplant habt fürs kommende Jahr. Wollt ihr vielleicht irgendwas umbauen? Habt ihr Bock, euch ein neues Motorrad zu kaufen? Etc. etc. Habt ihr Weihnachten, Silvester gut überstanden? Hätte uns auf jeden Fall auch interessieren. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, höre ich mal auf zu labern und wir gehen jetzt quasi zur Auslosung direkt am PC. Und ja, macht dann schon mal jetzt direkt auch schon mal die Abmoderation.
Das heißt, ich sag jetzt schon mal Tschüss. Ne? Leute, ihr wisst Bescheid. Danke euch auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Folgt uns auf Facebook, Instagram, verpasst ihr auch nie was. Ja, und ansonsten kann ich schon sagen, bleibt schon gesund. Bis zum nächsten Mal, Schopenum ist raus. Macht es gut. Und jetzt gehen wir zur Auslosung. Und der gewonnen hat, meldet sich bei uns. Und dann schicken wir euch einen Gutschein zu. Alles klar, haut rein, ciao. Jo, da sind wir jetzt nun. Hier ist das Video, das Giveaway, das Gewinnspiel quasi. Wir kopieren uns hier wieder den Link des Videos, gehen dann hier auf den Random Comment Picker, geben wir hier den Link ein, Filter Duplicate Users, ne, damit keiner doppelt teilnehmen kann. Dann haben wir natürlich noch hier Random Comment und ja, dann hier Remove Selected Winners, das heißt jemand, der gewonnen hat, dass er nicht nochmal ziehen oder mitspielen darf oder kann. So, dann geht es jetzt hier um Platz 3, also quasi den 10-Euro-Gutschein für unseren Merch-Shop. Hier geben wir das Ergebnis ein, ist 13 und dann schauen wir mal, wer der glückliche Gewinner ist. Okay, 28 Kommentare hat er gefunden und der Gewinner ist... der Gerald. Gerald, herzlichen Glückwunsch, du hast einen 10-Euro-Gutschein von unserem Merch-Shop gewonnen. Einmal bitte ganz kurz bei uns melden, dann schicke ich dir den per Instagram, Facebook, was auch immer, wie du es gern hättest, den Code und genau. Also, Gerald, gell? Einmal kurz bei uns melden. Ja, dann haben wir ja quasi den Drittplatzierten ja schon ausgelost. Jan kommt jetzt noch... der Zweitplatzierte, der dann einen 10-Euro-Gutschein entweder wahlweise von Amazon oder von Louis gewinnen kann. Wer der oder diejenige sein wird, sehen wir gleich. Start. Jetzt haben wir nur noch 27, weil der Gerald jetzt ja da logischerweise raus ist. Und der Gewinner ist Time 1608TV. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen 10-Euro Amazon-Gutschein gewonnen. Oder wahlweise Luis. Ne? Einmal bitte kurz uns anschreiben, Instagram, Facebook, wie auch immer. Und dann schicke ich dir deinen jeweiligen Gutschein zu. Sagst mir noch kurz Bescheid, ob du dann einen Amazon oder einen Luis-Gutschein haben möchtest. Ja, leider ist mir gerade die Seite hier abgeschmiert. Demnach musste ich die Seite neu laden. Demnach haben wir jetzt auch wieder quasi 28 Kommentare. Aber wir merken uns, der Gerald hat bereits gewonnen. Und der Time 1608 hat auch gewonnen. Also die, falls die jetzt gezogen werden sollten, müssten wir halt dann nochmal ziehen. Sorry dafür, aber die Technik halt nun mal. Also es geht jetzt um den Platz 1, den 20-Euro-Gutschein von Amazon-Louis. Und der Gewinner ist... Ciantox, du hast den 20-Euro-Gutschein gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Einmal bitte kurz bei uns melden, per Instagram, Facebook, wie auch immer, was dir am liebsten ist. Und dann schicke ich dir deinen jeweiligen Gutschein zu. Gut, dann danke ich euch auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Wie gesagt, einmal uns kurz anschreiben. Und dann klären wir alles Weitere dann per Direktnachricht. Und ja, also, herzlichen Glückwunsch. Ich danke euch vielmals fürs Mitmachen und wünsche euch was. Haut da rein.